Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie du siehst, andere Kulisse. Ich bin im Auto und heute geht's für mich nach München zu meiner allerersten PHP-Behandlung. Ich bin schon mega gespannt. Ich hoffe, die Nadeln tun nicht so weh auf dem Kopf und ich brauche nicht so viele. Ja, ich dachte, das Video wäre ganz interessant für die Leute nach einer HT oder gerade an Haarausfall leiden. Ich nehme euch ein bisschen mit. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen filmen. Ich frage auf jeden Fall nach, ob die da ein Problem damit haben. Ich hoffe nicht. Und ja, und sonst, wir sehen uns im nächsten Take. Ciao. Hey Leute, so in München angekommen. Die Fahrt war mega entspannt, also kein Stau oder irgendwas. Ich bin jetzt echt gespannt, wie die PHP-Behandlung sein wird. Also, wir gucken einfach mal rein. Okay. Tätigkeit. Oh, das war schön gestochen. Wirklich. Kann nicht schlimmer. So, dann zwei Röhrchen, ja. Das kommt dann in die Zentrifuge, oder? Genau. Oh, okay. Das ist voll. Was wird dann eigentlich indiziert? Blutplasma, oder? Blutplasma. Mhm. Okay. Ja, höher. So, jetzt mach ich mal. Ich gehe es runter und ich will schauen. Ein bisschen runter. So muss ich gut sein. So, wir machen vorne. Ja. Okay. Und vielleicht hier hinten auch? Ja, gerne, gerne. Jetzt schauen wir mal, wie es geht. Okay. Ich fange an, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir hergehen müssen. Also ich habe es mir schmerzhafter vorgestellt. Nee, ich glaube, da ist noch ein bisschen Betäubung drauf. Ja? So lange? Ja. Wann ist denn her? 6 Wochen. Ja, doch. Das ist ja krass, dass es immer noch betäubt dann ist. Mhm. Ja, ich merke das schon, dass halt der... Dass den Einstich ein bisschen und dass die Flüssigkeit reinläuft. Mhm. Ja, so, also mein Schädel hat sich am Anfang gar nicht angefühlt wie mein Schädel. So halt vom Anfassen her. Aber da dachte ich mir, das liegt halt nach der HT, dass da irgendwie. Ja, das ist ja wirklich ein Eingriff auch. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Die Haartransplantation, ich habe eigentlich effektiv 1 Stunde mitbekommen und dann bin ich eingeschlafen. Ach, okay. Ohne Anästhesie, also nur lokal haben sie gehabt, ne? Ja, nur lokal und ich habe ein Beruhigungsmittel bekommen. Okay. Das war dann schon hilfreich. Aber die Haarwurzeln sind ja jetzt auch schon so fest, dass ich auch ganz normal meine Haare rangehen kann, oder? Also beim Waschen bin ich immer noch relativ vorsichtig. Sollte man überhaupt sein. So eine Vorstellung tut man von Haus aus nicht. Ja. Ja, das sagt man schon, wenn man weiter nach hinten geht, gell? Und,
zwickt zwar, ist jetzt nicht so unangenehm, aber zwickt halt. Also da waren die Nahtzellösungen, die ich da bekommen habe, schon... War schlimmer. Oh, also ich habe mir Videos angeschaut und dachte mir, so eine Lüge, also mir hat sowas von weh getan. Aber gut, da hat jeder andere Schmerzen finden. Also bei mir hat es ziemlich gebrannt. Ich denke, das ist bei den meisten. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, das möchte man auch nicht so zugeben dann. Ja. Wahrscheinlich. So, jetzt dreht sein Kopf ein bisschen. So, ja. Geht's? Okay, dann lag das aus. Das ist gewürzt. Okay, jetzt gehe ich da, verschwächern. Quasi bei den Geheimratzecken, oder? Ich bin aber überrascht, dass nicht so viele Haare noch ausgefallen sind. Ah, okay. Also, schon klar sind viele Härchen beim Waschen und so merkt man, dass da schon ein paar runterkommen, aber bis jetzt geht's. Das ist ja wie gesagt normal. Ja, ja, das ist normal. Verteilen. Also ich mache das auch immer ein bisschen zu Hause, immer oben. Denk das ist halt, gut für die Durchblutung und so. Ja. Ganz vorsichtig, gell? Nicht rumhupeln, sondern einfach nur die Haut so verschieben. Ich mache das eben meistens eher so vordere Stirn, ja, und sowas, so, weil so. Der Heilungsprozess, das kribbelt halt und juckt immer ein bisschen. Ja. Sein, da kommt das Kribbeln im Spenderbereich aufgehört. Oh, okay. Weil das war wirklich nervig. Also das hat mich überrascht, dass das eigentlich am meisten aufgefallen ist. Vorne irgendwie hat es halt immer wieder mal ein bisschen gekribbelt, aber hinten bin ich nachts aufgewacht, immer mit so einem Juckreiz dann immer. Dann ist man versucht so zu kratzen. Ja, ja. Meine Oma hat gesagt, was kribbelt, das heilt. Eben, dann ist gut. Die Omas. Gut. Wunderbar. Dann haben wir es geschafft. Ja, super. Also denke ich mal, die nächsten Behandlungen werden ein bisschen schmerzvoller, wenn die Narkose weg ist. Ja, aber ich auch. Also, ja, das denke ich mir. Wer schön sein will, gell, der muss bleiben. So, Freunde, die erste PHP-Behandlung ist rum. Und... Moment, ich setze mich kurz ins Auto. So. Freunde, die erste PHP-Behandlung ist jetzt rum. Was mich mega fasziniert hat, ist, dass die lokale Betäubung, die sie mir ja vorne gemacht haben, immer noch wirkt. Weil ich habe sie gefragt, so, ja, also vorne, ich spüre da gar nichts. Also überhaupt nichts von den Einstichen. Dann hat sie halt nur gemeint, solche, ja, das liegt daran, dass die lokale Betäubung wohl wahrscheinlich noch wirkt. Krass, dass es so lange noch wirkt. Naja, das heißt dann, die anderen Behandlungen werden dann ein bisschen schmerzhafter, weil hinten, wo sie reingespritzt hat, habe ich schon ein bisschen gemerkt, oh, da zwiebelt es ein bisschen mehr, aber absolut aushaltbar. Ich bin auf jeden Fall glücklich, die erste PHP-Behandlung ist rum. Ich habe noch 5 vor mir und ich bin mega gespannt, ob das sich auf meine Haare auswirkt, ob das dicker wird,
das Haar dicker wird, voller wird, ob die Haarwurzeln reaktiviert wird. Das sehen wir dann alles. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich noch ein extra Video, wo ich die PHP-Behandlung extra anspreche, für was die ist, was man sich davon erhoffen kann. Falls sich das Thema interessiert, schreibt es in die Kommentare. Ich kann auch ein extra Video machen und ich hoffe, dieser kleine Mini-Vlog hat dir gefallen. Es wäre mega cool, wenn du den Abo-Button drücken würdest und mir folgen würdest für noch mehr Content, weil die Reise geht weiter. Sei live dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein. Ciao.